Aber ich möchte da ein paar Worte sagen. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen als Präsident in diesem Jahr des Giovannisclubs Salzburg-Hubertus. Und es freut mich wirklich sehr, dass so viele von euch unseren Aufruf gekommen sind und ich schaue lauter Freunde, Bekannte, ganz toll. Wir präsentieren heute ein Beziehungstheater. Das, was mir gesagt worden ist, ich kenne das Programm auch noch nicht, es ist nicht so ein Kabarett zum Schenkelklopfen, sondern auch, also man kommt daraus was lernen, wie man sich verhält in einer Beziehung und so weiter. Ne? Das sieht ja jeder und lernt. Ich will nicht lange reden, nur ganz kurz zu den zwei Akteuren sind Peter Ebner, unser Mitglied, der ist auch zugleich Theologe und nebenbei ist er Schauspieler. Und seine Frau Angelika Eva Bama, die ist gelernte Schauspielerin. Zum Giovannis Club, wenn ich das so schaue, brauche ich niemandem erklären, was Giovannis Club ist. Ich möchte nur mal ganz klar herausstreichen, dass wir ihn unterstützen. Familien mit behinderten Kindern und Kindern in Notlagen und generell Familien in Notlagen ist unsere Aufgabe. Wir unterstützen auch viele Projekte, Reittherapien, Musiktherapie und so weiter. Unter anderem unterstützen wir auch ein Projekt, das werden wir dann in der zweiten Halbzeit einen Scheck überreichen. Das heißt Handicap kein Hindernis, ganz ein tolles Projekt. Und jetzt beten, das sind also Eltern, die das betreiben. Und ich wünsche gute Unterhaltung und danke. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Herren und Damenschaften, zu unserem Programm Paarreise. Dem humorvollen Beziehungstheater. Wir möchten heute für Sie die Themen Liebe, Partnerschaft und Beziehung näher beleuchten. In zahlreichen Veranstaltungen von Giovannis International sind diese Themen bereits vielfach von renommierten Referentinnen und Referenten thematisiert worden. Wir behandeln heute die Themen, die offen geblieben sind. Und werden mit wissenschaftlicher Präzision unrechtmäßige Klischees aus dem Weg räumen. Oder auch verstärken. Das ist Peter. Das ist Angelika. Jetzt können wir wirklich beruhigt sein. Hier ist wirklich ein höheres Niveau. Ja. Herzlich willkommen und viel Vergnügen mit Paarreise. Tupperware-Sammlung geordnet und allen Schalen die richtigen Deckelchen zugeordnet. Du bist so ein unwiderstehlicher und vollkommener Ehemann. Glaubst du, du bist eine Spur besser? Du liest mir andauernd jeden Wunsch von den Lippen ab. Ja, aber dafür habe ich mich bei dir auch schon entschuldigt. Ja, einmal. Weißt du was? Ich mag jetzt nicht mehr nett sein. Da hast du vollkommen recht. Seien wir doch endlich wieder mal ganz offen grob zueinander. Ja, so machen wir das, du impertinenter Trottel. Wunderbar, meine zickige Tussi. Das ist das schön, mein mitleiderregender Krantel. Herrlich, meine unausstehliche Kuh. Wie gerne, liebes Publikum und Kivanierinnen, würde ich in eine frühere Zeit reisen, nur um zu sehen, ob es damals auch diese lästigen Alltagsproblemchen gegeben hat.
Wären Sie bei so einer Zeitreise dabei? Ja? Ja? Oh, und am besten gleich nach Venedig. Ja, da reisen wir hin. Oh, und dann könnte man diesen wunderbaren Meister der Verführkunst und Frauenversteher kennenlernen. Casanova. Das wäre so. Wirklicher lustfähig, denn er ist mit dem Vermögen des Denkens begabt. Ich will unterdessen mich mit dieser oder jener ein wenig vergnügen. Wer da will der Liebe liegen, muss sich ganz der Liebe geben. Wer da will der Liebe leben, muss sich ganz der Liebe geben. Sich nicht teilen, nicht zersplittert, ganz im Kuss hinüber zittern. Muss des Herzens ganzes Drängen auf des Mundes Spitze zwängen. Muss im Seligen versenkt sein, ganz Leidensseel geschenkt sein. Gnädigste Herrschaften, ich bitte nun zum Tanz. Darf ich? Aufstellung zum Menuett wird erbeten. Andere wertige Verpflichtungen. Maestro, bitte. Selbst immer nur der Verführte war. Herr Jungs, gehen wir rein. Hey, da drüben, da sitzt ja Angie. Ganz allein. Hey Jungs, jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht mit den Mädchen. Zu blöd. Normalerweise funktioniert das doch immer, hat Danny zumindest gesagt. Ich bin so blöd. Aber ich könnte ja mit dem Haartrick von Sue probieren. Wie war das? Kopf werfen und Haare drehen. Kopf werfen und Haare drehen. Ach, die Jenny. Ja? Die ist weg. Ich hab überhaupt nichts Besonderes. Ich hab sie auch gar nicht in die Zeit vorbereitet. Aber schau, es gibt doch auch noch andere nette Mädchen, oder nicht? Ich weiß nicht. Ja, und außerdem... Du bist echt nett, Jenny. Oh.
geht schief. Na, sag ich doch, Peter. Ja gut, das Drumherum hat meine Fantasie wohl ein bisschen ausgeschmückt. Es waren natürlich die 80er Jahre mit blondierten, dauergewellten Haaren, Schulterpolstern, Jogging High und zur Musik der Backstreet Boys. Backstreet Boys. Ja, aber Romantik lag damals definitiv genauso eine in der Luft. Ja, Romantik. Du, noch etwas Romantisches. Ja? Wann gibt's denn jetzt das Frühstück? Bald. Ganz bald. Noch was Romantisches. Was kochst du mir denn heute Abend? Erotische Sojaleibchen mit verführerischen Kartoffelchen und laszivem Blumenkohl-Ragout. Da bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Apropos Essen. Weißt du, ich möchte heuer so gerne einen richtig schicken Cluburlaub machen. Ich denke, das überzeugt selbst dich, dass ein Club Tragic Life Urlaub doch die bessere Idee ist. Ja, du hast recht. Dieses Mal suchst du das Feriendomizil aus. Das nächste Jahr bin ich wieder dran. Bitte, such dir einen Club aus. Endlich Ruhe. Naja, bei der Figur. Mein Schatz, ich habe uns heute so viel Geld erspart. Das ist gut, mein Engelchen. Wie das denn? Naja, also ich war im Kleiderladen und da habe ich dieses Kostüm um 70.000 Mark gesehen. Ach so. Aber dann habe ich dieses herrliche Kleid entdeckt, das statt 250.000 Mark nur 150.000 Mark gekostet hat. Ja. Weitblickend wie ich bin, habe ich mich natürlich hierfür entschieden. Ich habe also um 80.000 Mark mehr erspart, als wenn ich das andere genommen hätte. Du hast eine schlaue Frau, nicht wahr? Unglaublich schlau. Wissenschaft und Putztechnik. Was heißt das? Ich kümmere mich um das hier. Und das ist was? Das ist eine Fernsteuerung, die ich gerade auf eBay erstanden habe. Und die gehört zu einem Staubsauger, den ich gerade auf eBay erstanden habe. Ich sage dir, das ist ein intelligenter Staubsauger. Der denkt mit. Das ist sozusagen die Formel 1 unter den Staubsaugern. Und den programmiere ich gerade. Und wie lange wird es ungefähr noch dauern? Nein. Also zuerst.
erst folgt einmal die leiser lauter Adjustierung. Hast du gewusst, dass dieses Gerät ein energierückgewinnendes Kernsystem, kurz KERS, hat? Was du nicht sagst. Danach folgt noch die Installation der Ecclestone'schen Kohleabsaugvorrichtung. Du, Schatz, ich habe jetzt noch mal nachgezählt. Im Wohnzimmer sind es doch nur 27. Du musst bleiben. Weiß nicht. Mir graust irgendwie so vor denen. Die sind alle so kribbelig und duster, alle schwarz. Nein, die sind gar nicht alle schwarz. Da gibt es auch rote, grüne, blaue, pinke seit neuestem. Nur die Orange, die sind wirklich endgültig ausgestorben. Na gut, ausnahmsweise dürfen noch für eine Periode bleiben. Ja. Mein Schatz und ich, wir haben eben ein Herz für Tiere. Du Schatz, jetzt hör aber auf. Nicht, dass es zu sauber und transparent wird. Sonst fühlen sich die Roten, die Schwarzen und die Blauen überhaupt nicht mehr wohl. Komm. Na gut. Oh, wissen Sie was, liebes Publikum und Kivanioninnen? Dann nutze ich die Zeit am besten, um Ihnen von etwas zu erzählen, das mir sehr am Herzen liegt. Und das Ganze hat so begonnen. Du, Schatzi. Ja? Du, Mausi. Ja? Du, Spatzi. Ja? Du, Katzi. Ja? Falls Sie noch nicht wissen, wen Sie am Sonntag wählen sollen. Ich möchte gerne eine Freude machen. Ja? Ich möchte gerne etwas schenken. Ja? Und es ist etwas ganz Besonderes. Es war wirklich nicht leicht zu erraten. Ja? Ich sage nur, F12. Was? Reihe F612. Theaterkarten. Das Landestheater. Viel besser. Etwa ein Festspielhaus. Noch besser. Ja! 2 Premium VIP Lounge-Karten für die Red Bull Arena. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie diese Szene ausgegangen ist. Richtig, mein Freund Franz sitzt jetzt im Stadion neben mir. Meine Herren, guter Trick, kann ich Ihnen sagen. Aber eines ist sicher. Frauen schlagen zurück. Dann haben Sie auch schon. Die Frage aller Fragen. Die Frage, vor der wir Männer uns ein Leben lang fürchten, der wir versuchten seit jeher, seit unserer Pubertät zu umgehen. Schatz? Ja? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, selbstverständlich. Du liebst mich doch, oder? Ja. Möchtest du mir eine Riesenfreude machen? Ja. Möchtest du mit mir einen Tanzkurs machen? Nein! Nein! Ich weiß nicht. Wie bitte? Naja. Wie bitte? Meine sehr verehrten Damen. Wie bitte? Grüß Gott. Wie bitte? Meine sehr verehrten Damen. Nein, ich meine ihn. Wie bitte? Ja, willkommen bei der zweiten Stunde der Tanzschule Ellemeyer. Grüß Gott. Heute möchte ich mit Ihnen den Foxtrot durchnehmen. Foxtrot. Bitte gehen Sie in Tanzhaltung, wie wir es letztes Mal gelernt haben. So, nun der Herr mit links vor, mit Dame mit rechts zurück. Rechts vor. Herr mit rechts vor, Dame gegengleich. Slow. Gegengleich. Herr links vor, Dame gegengleich. Quick.
Herr rechts schließen, Dame links. Links, danke. Ja. Nochmals etwas flotter. Slow, slow, quick, quick. Slow, slow, quick, quick. Slow, ging gleich. Slow, slow, quick, quick. Alles aus einem rausholen kann.